Die Bank hat eurer Mutter gerade so viel Geld gegeben, dass sie arm blieb. Und sie ihr das Land wegnehmen können. Ist eine große Bank. Zu groß. Das hat sie auch gesagt. Ab Freitag können die zwangsvollstrecken. Also zahlt das Geld bis Donnerstag ein. Komme, was da wolle. Dann seid ihr schuldenfrei. Holen wir uns die Kohle, kleiner Bruder. Guten Morgen, Leute! Auf mit den Schubladen! Haben Sie eine Knarre, alter Mann? Da kannst du aber drauf wetten, mein Kleiner. Willst du auch noch meine Knarre klauen? Wir rauben nicht Sie aus, sondern die Bank. Hast du von den Banküberfällen gehört? Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen amüsieren, bevor sie dich in Pension schicken. Vielleicht habe ich ja noch eine Jagd vor mir. War Mom lang in diesem Bett? 3 Monate. Und die Bank immer im Nacken. Los, alle sofort auf den Boden! Sie sind alle schon länger hier? Lange genug, um zu sehen, wie die Bank ausgeraubt wird, die mich seit 30 Jahren ausraubt. Du kannst das Jahr nicht im Knast, wie hast du das geschafft? War nicht ganz einfach. Los, aufstehen! Diese Jungs wissen genau, was sie tun. Ich vermute mal, die wollen eine bestimmte Summe zusammenkriegen. Weg hier! Fahr schon! Fahr! Toby, es ist richtig, was du machst. Wir machen es. Und zwar Schritt für Schritt. Willst du einen kleinen Rat? Besuch deine Jungs und ihre Mom. Du redest schon so, als ob du damit nicht davonkommst. Ich kenne keinen, der jemals mit irgendwas davon gekommen ist. Warum machst du dann überhaupt mit? Weil du mich gefragt hast, kleiner Bruder. Mama, take this badge off of me. Ich glaube, ich weiß, was die Jungs vorhaben. Er hat keine Vorstrafen, er wurde noch nie verhaftet. Er passt nicht ins Schema. Du hörst vielleicht eine Menge Dinge über mich und deinen Onkel. Egal, was es ist, ich werd's nicht glauben. Doch, glaub's nur. Ich habe alles getan. Hab dich lieb, Toby. Ehrlich. Ich dich auch.